Schon zur Zeit der Wikinger war der Seeweg zwischen Nord- und Ostsee, der Kattegat, für seine tückischen Strömungen berüchtigt. Die Lösung? Ein Nord-Ostsee-Kanal auf Wikingerart. Zwischen der Schlei, einem Meeresarm der Ostsee, und dem Fluss Trene lagen nur 16 Kilometer Landweg, den die Wikinger mit Ochsenkarren überwanden. Hier lag eines ihrer wichtigsten Handelszentren, Heitabu. Es war Teil eines erstaunlichen Handelsnetzes. Denn dank ihrer Langschiffe, mit denen sie selbst seichte Flüsse befahren konnten, drangen die Wikinger bis nach Konstantinopel vor. Schon zur Zeit der Wikinger war der Seeweg zwischen Nord- und Ostsee, der Kattegat, für seine tückischen Strömungen berüchtigt. Die Lösung? Ein Nord-Ostsee-Kanal auf Wikingerart. Zwischen der Schlei, einem Meeresarm der Ostsee, und dem Fluss Trene lagen nur 16 Kilometer Landweg, den die Wikinger mit Ochsenkarren überwanden. Hier lag eines ihrer wichtigsten Handelszentren, Heitabu. Es war Teil eines erstaunlichen Handelsnetzes. Denn dank ihrer Langschiffe, mit denen sie selbst seichte Flüsse befahren konnten, drangen die Wikinger bis nach Konstantinopel vor. Schon zur Zeit der Wikinger war der Seeweg zwischen Nord- und Ostsee, der Kattegat, für seine tückischen Strömungen berüchtigt. Die Lösung? Ein Nord-Ostsee-Kanal auf Wikingerart. Zwischen der Schlei, einem Meeresarm der Ostsee, und dem Fluss Trene lagen nur 16 Kilometer Landweg, den die Wikinger mit Ochsenkarren überwanden. Hier lag eines ihrer wichtigsten Handelszentren, Heitabu. Es war Teil eines erstaunlichen Handelsnetzes. Denn dank ihrer Langschiffe, mit denen sie selbst seichte Flüsse befahren konnten, drangen die Wikinger bis nach Konstantinopel vor.